Das ist Yes Honey, der Podcast mit Isa und Maja. Let's go, girls. Hab noch einen Nachtrag zur letzten Folge, Maja. Herr damit. Scheiße. Hast du in die Hose geschissen? Oben. Was? Scheiße, schwimmt oben. Hast du den Test gemacht? Bist du nochmal in den See gesprungen? Ich habe mir gedacht, ich springe jetzt einfach noch schnell in den Ammersee rein und kack nochmal während dem Schwimmen ins Wasser. Nee, frag mich jetzt nicht, wie ich das rausgefunden habe. Sagen wir mal so, es gab ein Familienmitglied und das war in der Badewanne und dann durfte ich live miterleben, dass Kaka tatsächlich an die Wasseroberfläche möchte und oben schwimmt. Einfach kurz, um deinen Mann auszuschließen, war es dein Mann? Ich lasse das einfach mal offen. Okay. Okay, also gut. Also Scheiße schwimmt oben. Das macht mich tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen stutzig. Ich frage mich, weshalb dann die Kacke in der Kloschüssel runtersinkt. Also die bleibt ja nicht oben. Durchfall manchmal, ja. Das sind Fragen, die werden wir bewegen. Wenn ihr das wisst, Leute, wenn ihr das wisst, schreibt es uns. Es interessiert uns brennend. Wir können nachts nicht mehr schlafen. Wir wollen wissen, warum sinkt die Scheiße auf dem Klo bis zum Grund und im Wasser, in der Badewanne oder im See oder im Meer ist sie nach oben getrieben. Auf jeden Fall herzlich willkommen, ihr lieben Honeys, zu einer neuen Folge Yes Honey mit Maja und mir, Isa. Scheiße war letzte Woche. Heute geht's um schlechte Angewohnheiten. Von euch auf Platz 1 gewotet tatsächlich. Wir haben ja auf Instagram eine Umfrage gemacht auf yeshoney_podcast und das war euer Wunschthema für heute. Und so setzen wir dies auch heute um. Also, da wird aber tatsächlich, ich bin gespannt, ob diese Zeit heute ausreichen wird, weil beim Überlegen, was ich alles für schlechte Angewohnheiten habe oder was... Wie, also, wenn es nach mir gehen würde, wäre man ganz schnell fertig. Ja, klar. Nichts, ne? Natürlich. Ich bin mir aber sicher, also auch Dinge, die vielleicht uns auch an anderen stören, schlechte Angewohnheiten. Also wir könnten diese Folge, glaube ich, wirklich lange ziehen. Ich bin gespannt aber, auf was wir uns heute fokussieren werden oder besinnen. Denn es gibt tatsächlich ein paar, die mir da so im Weg stehen oder anderen von mir im Weg stehen. Ich bin gespannt, wie es bei dir aussieht. Aber scheinbar hast du ja keine oder eine vielleicht. Also tatsächlich, ich habe die letzten Tage echt die ganze Zeit über schlechte Angewohnheiten nachgedacht. Und am Anfang war es so, ich dachte, schlechte Angewohnheiten, das ist ein geiles Thema, aber was habe ich denn nochmal für schlechte Angewohnheiten? Das ist ja auch immer so was Individuelles. Das sind ja Dinge, also ich finde ganz oft sind das Sachen, die findest du gar nicht so störend, aber die werden dir von anderen zurückgemeldet, dass sie eventuell schlechte Angewohnheiten sind. Weißt du, was ich meine? Kommt dir da was Vorwürfe. Bekannt vor? Ja, ich habe ja in der Vorbereitung auf diese Folge natürlich die mir nahestehendste Person befragt, die mir tatsächlich auch Antworten geben kann. Das ist mein Mann. Und der hat natürlich, der hat andere Dinge genannt, die ich notiert hatte. Und da war auch so, wie bitte? Hä? Und er direkt schon, du verteidigst dich direkt wieder. Ja, aber naja, wir kommen ja nachher drauf zu sprechen. Also um da genau. Ich finde mal verteidigen auch. Ich finde das Wort verteidigen, kurzer Ausflug zu dem Wort verteidigen. Ich finde das Wort verteidigen schwer. Mir wird auch oft gesagt, dass ich mich verteidige. Und ich sehe das ganz anders. Ich finde nur, dass ich gerne Dinge erkläre. Und ich sage, ich bin halt ein kommunikativer Mensch und ich stehe für Kommunikation. Kommunikation, Leute, wir haben es in unserem Podcast schon so oft gesagt, ne? Wie wichtig Kommunikation ist. Also nicht nur im Bett und was sexuelle Vorlieben angeht, sondern eben auch bei sowas. Einfach mal sozusagen, du, hey, sag mal, fällt es dir eigentlich auf, Beispiel jetzt aus meinem Alltag, fällt es dir auf, Isa, dass du alle Tassen und Gläser genau dort stehen lässt, wo du sie gerade trinkst? Und merkst du, dass du gerade das fünfte Glas am Tag aus der Schublade holst und hier stehen noch vier? So, ne? Beispiel. Aha. Und ja, mir fällt das nicht auf, ne? Ich laufe dann irgendwann 3 Tage später durch die Wohnung und denke, warum stehen hier überall Gläser? Hä? Was macht dieses Regal in diesem, dieses Glas in diesem Regal? Warum steht im Kühlschrank ein Glas? Warum ist da noch ein halber O-Saft drin? Und wer war das? Ich? Und Never. Wieso haben wir eigentlich keine sauberen Gläser mehr? Sauberen? Ist bei euch? Ja. Das ist etwa auch du? Yes. Nein! Geil, ich bin, Maja. Aber ich muss sagen, wir nehmen uns da nicht viel. Er ist da genauso Geil. Wie ich. Aber ich bin gerade aktuell, vielleicht seit ein paar Monaten, durchaus ein bisschen schlimmer. Also was es angeht. Auch was zum Beispiel Schuhe.
Schuhe ziehe ich aus und da bleiben die auch stehen, statt sie einfach ins Schuhregal zu. Nein, das hasse ich. Oh mein Gott. Hey, wow, da kommt mir direkt noch eine schlechte Angewohnheit von all meinen anderen Familienmitgliedern hier. Wir haben ein Schuhregal und dieses Schuhregal ist fast immer zu 80% leer. Warum? Weil nur meine Schuhe drin stehen. Alle anderen Schuhe stehen in einem Halbkreis darum herum und oft, wenn dann zum Beispiel einmal im Schaltjahr der DHL-Bote klingelt, weil ich ja ganz, ganz wenig bestelle, dann kann ich dem ja nicht richtig die Türe aufmachen, weil ich erstmal einen Teppich von Schuhen zur Seite schieb, weil die alle rumstehen. Hasse ich. Schlechte Angewohnheit meiner Familienmitglieder hier. Also das war auf jeden Fall Punkt 1, was mein Mann über mich gesagt hat, dass ich einfach die Dinge dort stehen lasse, wo ich sie gerade benutze. Auch so zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Schokoriegel essen würde, das Plastikding bleibt dann genau hier liegen. Also es passiert selten. Ich versuche mir das dann immer selber hervorzurufen, dass ich jetzt dieses Papier nehme und bitte in den Müll bringe. Aber ich tue es in den meisten Fällen eben gerade nicht. Also auch so Sachen wie Teller oder so. Ey, ich hatte hier auf dem Balkon, es hat hier so gestürmt und geschüttet gestern. Und irgendwann gucke ich am Abend mal raus auf den Balkon, da stand noch von, als es schön hier war, stand noch ein Teller von mir draußen und das Tischbett dazu. Letzten Sommer. Es ist unbegreiflich. Man könnte sowas schon tatsächlich angesetzt. Schon ein bisschen asozial nennen. Ich bin gerade wirklich nicht die organisierteste und Aufräummaus Nummer 1, muss ich tatsächlich gestehen. Also, ja. Und ich glaube, das sind wir beide. Ja, ich sehe es auch ähnlich wie du, mit dem man erklärt sich, aber für mich persönlich, das stimmt, ich verteidige mich. Ich erkläre nicht unbedingt viele Dinge, ich verteidige mich, weil ich mich immer angegriffen fühle. Ah, okay. Ich fühle mich immer angegriffen, schau. Ich kann schlecht mit ja, Kritik schau. Umgehen. Ach schau, das ist bei mir zum Beispiel ganz anders und ich habe nochmal einen kleinen Ausflug, darf ich nochmal einen machen, Maja? Bitte schön, Darf ich nehme ich nochmal ein mit an bisschen aus Bord. vom Thema wegschweifen? Apropos Thema Kritik vertragen. Ich musste Kritik vertragen sehr früh lernen im Studium, als ich Journalistik studiert habe und wir alle Texte geschrieben haben und wir dann die Texte von unserer Dozentin zerrissen bekommen haben. Das war so eine richtige Frau, vor der hatte jeder Angst. Und die hat auch gemeint, ihr müsst das lernen. Ich werde euch den Text so oft zerreißen und ich werde euch in der Luft auseinandernehmen und eure Satzstellungen so oft vor allen in Frage stellen und ins Lächerliche ziehen, bis es euch nichts mehr ausmacht. Weil da braucht ihr einfach eine dicke Haut. Das müsst ihr vertragen können. Ihr müsst mit Kritik umgehen können. Und es gab einige, die haben in ihren Stunden geheult. Und es war auch, Du also auch? manchmal war es halt auch so, nein, da bin ich ganz hart im Leben. Aber es war mir zum Teil ultra peinlich. Weil sie sitzt dann da und dann liest sie den Satz vor und sagt, Isabel, was haben Sie sich dabei gedacht? Überlegen Sie sich nochmal, macht der Satz Sinn? Und dann fängt die halt an, dir deinen Text zu zerlegen. Und das war tatsächlich eine lehrreiche Schule. Ich habe seit diesem Semester, das war das erste Semester, sie hat auch gemeint, das macht sie gleich am Anfang, sehe ich das total professionell. Problem bei mir ist, dass ich das eben so gelernt habe und ich merke es bei mir im Alltag, vor allem im Berufsalltag, wenn ich mal Kritik gebe und hey, ich habe das ja auch gelernt. Du machst am Anfang, gibst du so ein kleines Goodie, so ein kleines Stückchen Schoko wirfst du jemandem hin und sagst, hey, das hast du toll gemacht. Guck mal, das hast du am Anfang ganz schön gemacht. Du hast dir echt viel Mühe gegeben. Danke für deine Zeit. Und dann kommt, ich habe das jetzt schon so oft erlebt, dass die Leute ganz emotional werden und das total persönlich nehmen. Und das ist für Es ist mich auch hier ein eine Kritik an der... Riesenproblem. Ja, es ist aber ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, finde ich, Kritik an der Person und Kritik an ihrer Arbeit. An der Arbeit, weil die Arbeit Ja. macht nun mal die Person und es ist Ja. in gewisser Weise eben auch persönlich. Und deswegen Voll, ich weiß. Ja, ich es weiß. ist Ich schwierig verstehe. Ich auseinanderzuhalten. verstehe. Aber das finde ich spannend, dass du das sagst. Ja, nee, weil bei mir ist es oft, dass Leute dann sagen, du musst dich gar nicht rechtfertigen. Also ich rechtfertige mich gar nicht. Ich wollte es dir nur erklären, Ich dass du erkläre mich. verstehst. Ja, ja, genau. Dass du verstehst, warum ich so mache. Macht das Sinn? Ich Also weiß es nicht. gibt aber auch einfach Dinge, die kann man nicht erklären, wie wenn ich zum Beispiel meine Nägel, Fußnägel wie auch Fingernägel, wenn da einer abbricht oder ich da so ein bisschen dran rumpule. Beispielsweise im Wohnzimmer,
auf der Couch und da bin ich ja in der Regel alleine. Das ist quasi mein Reich hier. Und das ist geil. Dann lege ich halt die Nägel, ich will ja dann während dem Fernsehgucken nicht aufstehen, dann lege ich die dahin und ich vergesse, dass ich sie dahin gelegt habe. Und dann stört es tatsächlich meinen Besucher Ehemann, wenn er dann hier reinkommt in mein Reich und er möchte sich niederlassen und sieht dann da diese abgekauten Nägel, aber die findet man auch an der Badewanne oder, ne, also. Überall, wo man halt so verstehe ein ich bisschen. Jetzt nicht, warum ihn das stört. Das bin ich kann jetzt ich auch sehr nicht. kleinlich. Man kann es auch nicht erklären. Das ist dann halt Nein, einfach weil das so. ist schon echt eklig. Ja, Das ist ich schon weiß. echt, echt richtig eklig. Das finde ich eklig. Aber ich habe auch was Ekliges, was in dieselbe Richtung geht. Was alle, die jetzt nicht das Video eingeschaltet haben, Maya ist gerade dezent rot geworden und es passiert selten, dass Maya rot wird. Ich habe eine Geschichte, die habe ich ganz an den Schluss mir eigentlich überlegt, was mir auch ganz unangenehm ist, weil das echt eine richtig schlechte Angewohnheit von mir ist und sie ist auch richtig eklig. Okay, ich sitze Ich mach bequem. das so ein bisschen mit Popeln. Nicht mit Fußnägeln, sondern mit Popeln. Wenn ich halt so am Popeln bin, ne, und dann, mein Gott, ja, ich finde mir so einen kleinen Popel, jedes Mal so ein Taschentuch Das rauszuholen. ist Umweltverschwendung. Pfuh, schnipse ich den halt irgendwo hin und denke, der Du trocknet und schnippst den dann. auch noch hin, geil. Oder ja, kommt halt irgendwo an den Rand eines Kissens oder ich weiß nicht, das ist Okay. habe ich noch nie laut gesagt. Weiß mein Es Mann ist auch nicht so okay. wirklich. Ich schmier den halt überall dann an so, naja, wenn halt noch so zum Beispiel ein Müsli-Riegel-Plastik-Ding, eine Verpackung da liegt, dann schmier ich den da dran. Ja, das finde Und ich das gut, finde ich vergesse auch ich dann auch gut. mal. Oder Oder auch so an die manchmal, Socke. wenn du fertig gegessen hast und der Teller steht da noch, verrückterweise, dann mache ich den auch da drauf, weil ich weiß, der muss ich ja eh noch vielleicht vorspülen oder so, kommt dann in die Spülmaschine. Und dann wird der, ja, na, da kommt der Popel in die Spülmaschine. Popel. Also Nein. Popel und Fingernägel sind, glaube ich, wir sind richtig deep gerade eingestiegen, oder? Ja, ich finde, Richtig das schön. legt auf jeden Fall ein gutes Fundament für den Rest. Guck mal, mein Mann hat Kann zum nur noch Beispiel die besser schlechte werden. Angewohnheit, der versteht es mit den Nägeln nicht, weil er sie kaut. Er knabbert an den Fingernägeln, seitdem ich ihn Ist das hier kenne, gleich also auf? noch Tag Du, isst das davor hier gleich auf? Ja, Das hat gut, eine wahrscheinlich. saubere Geschichte. Macht er wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ach Aber so. er hat so wenig, das würde ich nicht mal ansatzweise mitkriegen. Also. Deswegen ist ein Fussel. Ex-Freund von mir hat immer an seinen Fußnägeln rumgepult und hat dann diesen Dreck drunter hervorgeholt und hat dran gerochen. Und hat es dann so kleinen Kügelchen geformt und hat dann dran gerochen. Und es war auch was, wo ich dachte, Alter, Oh, das ist bitte, echt also. ekelhaft, finde ich Ja, jetzt, ja. es geht vieles, aber das ist schon echt richtig widerlich. Also der hat oft Dinge von seinem Körper so gerochen. Und der war ansonsten ein ultra cooler, richtig, richtig krasser Typ. Aber das war was, wo ich echt so dachte, also wo ich ehrlich gesagt ein bisschen beeindruckt war, weil es ihn einfach nicht, es hat ihn nicht gejuckt. Da war der einfach, das war so ein selbstbewusster Typ auch, der so zu allem gestanden hat, was er gemacht hat. Und es war auch so, ja, mei, also ja, will ich halt dran riechen, finde ich immer wieder, muss ich da einfach dran riechen. Ich so, okay, Ja, wow. das ist ein Tick, das ist ein krasser Tick. Das ist, weiß nicht, ob das eine schlechte Angewohnheit ist. Oder Es ein ist auf Tick jeden ist, Fall. was ist der Unterschied zwischen einem Tick und Ich einer finde, es gibt Angewohnheit? ein, und es ist auch, wir hatten es auch davon, der Unterschied zwischen Macke und schlechter Angewohnheit. Ich finde, eine Macke kann eine schlechte Angewohnheit sein, aber eine schlechte Angewohnheit muss nicht unbedingt eine Macke sein. Weil, Voll, ja. jetzt versuche ich gerade ein Beispiel zu finden. Ich versuche das, jetzt gucke ich mal auf meine Stichwörter. Was habe ich denn alles an schlechten Angewohnheiten? Schon wieder alles vergessen, ne? Kette Also, hängt. ich finde jetzt zum Beispiel eine Macke. Oh, natürlich kommt überhaupt keine Idee jetzt gerade rein. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ich bitte euch jetzt einfach alle mal drüber nachzudenken, dann Vielleicht kommt ihr bestimmt noch fluchen. irgendwas. Das Fluchen eine Fluchen Macke, ist bei könnte mir man auf jeden sagen, das Fall ein. auch auf der Liste, ja. Ich fluche, das ist eine schlechte Angewohnheit und auch eine Macke. Aber ja, das ist wieder das Gleiche. Eine Macke ist, wenn man bei jedem Lied mitsingen muss, aber es ist keine schlechte Angewohnheit. Verstehst du? Ah, okay. Ja, Das ist keine ja. schlechte, das ist einfach eine Macke. Also eine Macke muss nicht unbedingt eine schlechte Angewohnheit sein. Eine schlechte Angewohnheit kann eine Macke sein. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig gesagt habe. Und dass das rüberkam, was ich eigentlich ausdrücken Ja. wollte.
So, Ich finde es weißt übrigens du? lustig, Hä? dass du deinen Mann gefragt hast, weil ich habe auch meinen Mann gefragt. Das war auch das Erste, Und? was ich gemacht habe, war so, hey, na, wie schaut's aus? Was habe ich für schlechte Angewohnheiten? Und was hat er gesagt? Bei Das was Erste musstest du dich war erklären? bei gar nichts. Da Okay. sind wir drüber, da sind wir schon längst. Aus dem Hafen sind wir ausgefahren. Da sind wir drüber hinaus. Da haben wir schon oft genug über diese Themen gesprochen. Aber das Erste, was er direkt gesagt hat, war Klugscheißerei und zwar vom Feinsten. Oh ja, Und das ist ich tatsächlich was. so, stopp mal. In was? Stopp In mal. Bezug auf was? Ich habe Und einfach er, immer recht. ja, ich meine, sorry, aber Ich weiß es besser. wenn du nun mal keine Peilung hast, dann ist, tut mir leid, aber dann bin ich doch keine Klugscheißerin, nur weil ich einfach Ahnung habe. Nein, also er meinte in Bezug auf, vor allem, er meinte in vielem, aber vor allem in Bezug auf Kindererziehung und Ernährung. Und da muss ich halt wirklich sagen, Aber da bist du ja auch Kindererziehung super und Ernährung, belesen. ganz genau, da bin ich halt nun mal belesen. Also Ernährung habe ich ja 2 Jahre, habe ich ja für Frauenmagazine zum Thema Ernährung geschrieben und habe da jeden Tag mit irgendwelchen Ernährungsexperten Interviews geführt. Da kenne ich mich halt nun mal aus. Also ich weiß nun mal, was ungesättigte Fettsäuren sind, weil ich es in der Arbeit ganz viel durchgekaut habe. Und ja, Kindererziehung Ja, ist das es ist dann halt ähnlich, würde einfach, ich sagen. ja, Gibt da so einen da. Podcast, den ich seit 4 Jahren mache? Der um das Das Thema geht. da ist halt auch, ja, klar, also das Klugscheißen beginnt halt dann, wenn du dein Wissen nicht nur teilst, sondern es auch ungefragt teilst. Ja, So, oder wenn du belehrend. Also da jemandem bin ich quasi wie so eine schon. Vorhaltung machst, so ein bisschen. Das ist dann schon Klugscheißen, finde ich. Aber ja, Ja, belehrend Selavi. bin ich da halt. Oder weißt du, wenn dann halt mein Mann sagt, ja, er findet das, den hellen Weizentoast findet er voll geil, diese Sandwich-Toast, die weißen halt. Und er will nur den weißen kaufen. Ich sage halt, wenn wir schon Toastbrot kaufen, Ein Vollkorn. was eh schon wenig Nährstoffe hat, was eh schon echt irgendwie so ein bisschen leer ist, wo du nicht wirklich satt wirst, vor allem als Kind morgens zum Frühstück, dann bitte Vollkorn. So, ne? Und dann fange ich halt an und dann sagt er so, ja, aber Vollkorn schmeckt halt nicht so geil. Und dann fange ich halt an, ihm das zu erklären, warum. Also sag ich, ja, weißt du, wenn schon, ne? So, und dann kann ich halt ins Reden kommen, dann kann ich ins Erklären kommen. Das nervt ihn ultra. Das hat mein Mann Er isst aber halt das, auch. was schmeckt. Ja. Also das spiegelt sich so ein bisschen zu meinem Mann, der ist auch, also wenn der mal was sucht, was zu erklären, Junge, Junge, Junge. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich finde es jetzt nicht so störend, sagen wir es mal so. Manchmal nehme ich das sogar, also manchmal möchte ich sogar, dass er viele Dinge erklärt, weil ich da nicht so viel reden muss. Also es gibt Situationen, wo ich dann Echt? genau explizit nach etwas frage, damit er einfach in den Redefluss kommt und ich dann einfach, Echt? ja. Echt, damit du chillen kannst? Ja, oder ich ihm halt Dinge, die ich ihm zum anderen Zeitpunkt halt sagen möchte, jetzt nicht sagen muss, sondern dann erfahre ich, na, wie war dein Arbeitstag? Das ist eine super Frage. Das ist eine super Geht er Frage, dann weil ab? Echt, mein der Mann? erklärt mir einfach alles. Der sagt mir, also wirklich, Nein. ja, das ist total Das süß. finde Doch, ich ich finde es aber mega auch gut. cool, voll Ja, ich schön, finde es ja auch voll schön. schön. Ich Mein liebe Mann, ich das. frage, und wie war dein Tag? Sagt er, ja, war stressig. Oder? Als War wärst du ganz dabei gut. gewesen. Als wärst du dabei gewesen. Weiß ich Bescheid, ne? Weißt du, was mein Mann noch bei mir kritisiert hat? Oder kritisiert ja doch, kritisiert, das ist ein Kritikpunkt. Dass ich immer alles auf den letzten Drücker mache. Das ist seine schlechte Angewohnheit von mir. Dann sage ich, ja. Dann hat er gesagt, zum Beispiel Steuerberater. Ich habe mir eine Software runtergeladen für 40 Euro, war für einen Arsch, weil ich es wieder aufgegeben habe. Sobald du irgendwas nebenberuflich machst, bin ich verloren. Ich habe für sowas Ja. keinerlei Geduld und kein Verständnis, kein Gespür für. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also habe Ja. ich mich Keine Geduld, das ist es. entschlossen, ja, Geduld habe ich auch gar keine. Habe ich mich entschlossen, eine Steuerberaterin aufzusuchen. Gott sei Dank habe ich eine gefunden, die noch Privatpersonen annehmen, neue Klienten. War gar nicht so leicht. Und die, ja, dann bin ich halt los und dann, naja, waren wieder die Affen allerletzten Drücker die Sachen noch zusammengesucht und rausgelegt. Und hat gesagt, da bist du wieder zu Ultra spät Stress gekommen. Da sag geschoben. ich, aber es gab Gründe, verstehst du? Es gab Gründe, weshalb ich Ja, nicht rechtzeitig das ist was loskam. ganz, ganz Typisches von Kreativen. Ich bin genauso. Ich bin genauso. Mein Mann schaut mir oft zu und sagt, Isa, du bist ultra verpeilt. Du Ja, bist hart. so krass chaotisch und verpeilt. Und ich habe aber das Gefühl,
Ich bin, ich, Leute, ich streng mich so wahnsinnig an, ordentlich zu sein Ich in meinen auch, so Strukturen, anstrengend. weil ich kann ganz anders, ich kann auf einem ganz anderen Level, ich kann auf so einem Level, dass ich die Steuererklärung einfach nicht mache, bis mir ein Brief ins Haus flattert und ich dann zu den Leuten sage, sorry, aber was ist der Höchstsatz oder gibt es den Niedrigstsatz oder wie schaut es aus? Ich habe keinen Bock. Das ist mein inneres Ich, das ist eigentlich mein inneres Kind, das sagt, ich möchte diese Scheiße nicht machen, ich habe Ja. diesen Papierkram, es ist mir zu viel. Nenn mir eine Scheißsumme und ich zahle sie, weil ich einfach keinen Bock habe. So, Ich das wäre verstehe das es, ich fühle es so, ich innere Kind fühle in mir, es so. aber ja. Auch Also. ich, da setze ich mich auch hin und reiße mich zusammen, sage, Isa, konzentriere dich jetzt. Und mir graust es vor diesem Stapel, weil ich habe in meinem Regal eine Schublade und da lege ich einfach nur jedes Papier rein, das zu diesem Thema gehört. Ich sortiere nicht mal irgendwas. Ich lege die Papiere lose da rein, weil seit über einem Jahr hat unser Steuerberater meinen Ordner, in dem ich früher alles sortiert habe. Und Und einen den habe neuen ich noch nicht kaufen wäre keine abgeholt. Option. Nee. Okay, alles klar. Ich kann es verstehen. Ich muss sagen, also das ist eine wahnsinnige Anstrengung auch meinerseits, diese Dinge zu ordnen. Ich habe Ordnung. Ich habe die mega super mit meiner Mama, weil die ist organisatorisch einfach eine 1A plus mit Sternchen. Hat die mir damals noch, als ich 16, 17 oder so, als ich ausgezogen bin, haben uns hingesetzt und haben verschiedenste Ordner gemacht und die beschriftet und innen drinne mit verschiedenen Blättern und dann nochmal Unterkategorien. Und die sind top, diese Ordner. Aber das Du musst letzte es nur Jahr, auch bei reintun. mir, habe ich halt auch einfach, wo ich wusste, okay, das ist, ja gut, das ist R&V, okay, das ist alles Versicherung, das packe ich manchmal nicht mal auf. Das kommt dann einfach genauso in die Schublade. Und dann, wenn die Steuer ist, dann danach mache ich alles wieder rein. Das war so peinlich bei der Steuerberaterin, wirklich. Ich Wo ich glaub's, dann ich auch weiß es, wieder, oh, Maya. Oh wenn das dann Mann, noch andere Mann. genau sehen, dass du gerade einfach überhaupt nichts auf der Reihe hast, nichts geordnet, schlimm. Naja, aber ebenfalls nicht so schöne Angewohnheit von mir ist, dadurch kam überhaupt diese Idee für diese Folge, ja, ich habe eine schlechte Angewohnheit und zwar, das ist auch unangenehm, aber ich bin abends viel zu faul, um meine Zähne zu putzen. Oftmals putze ich meine Zähne nur morgens. Einmal Das am Tag. ist lecker. Ja. Ja, das ist, ich verstehe. Ich Vor allem verstehe ins diese Bett gehen. Ich finde Müdigkeit. das so anstrengend. Ich bin, ach, wenn ich müde bin, bin ich Aber müde. es ist widerlich, oder? Wachst du dann nicht manchmal nachts auf um 3 Uhr und denkst dir so, fährst dir so mit der Zunge über die Zähne und denkst dir, boah. Ich habe gerade überlegt, habe ich es schon geputzt? Aber ja, habe ich. Es war kein Stückchen pelzig. Das ist tatsächlich was, was Boah. ich immer mache. Ich verlasse das Haus nie, ohne die Zähne geputzt zu haben. Ja, Wie oft schön. putzt du sie Oh, denn? das habe ich. Haha. Ja, zweimal am Tag, morgens und abends. Nur, ich habe tatsächlich jetzt schon ein paar Mal das Haus verlassen, ohne die Zähne geputzt zu haben. Hast du Und da dann habe einen ich gestern Airways oder auch. so im Auto? Nein, gar nichts, weil ich gehe nur meinen Sohn in den Kindergarten abliefern. Und Ja. da halte ich dann so viel Abstand, dass die Leute nichts riechen müssen. Das ist dann so, ich gebe ihnen dann so den Kleinen mit dem ausgestreckten Hand, sage, hier, bitteschön, ciao. Und düse nach Mit Hause. Ich bin auch Maske schon war mal im das ja nicht so Schlafanzug. schlimm damals so mit Corona, ne? Gegangen. Ja, genau, bei uns ist es immer noch so. Also wir geben das Kind am Eingang ab und Ah. ja, und die nehmen es entgegen und innen drin ist es Krass. einfach kinderreich. Finde ich voll gut. Finde ich super easy für die Mama auch. Und deswegen, seitdem das an der Tagesordnung ist, bin ich schon ein paar Mal ohne Zähne zu putzen, im Schlafanzug, ungeschminkt, noch nicht mal irgendwie Wasser im Gesicht gehabt. Es gibt eben so Tage. Und dann denke ich Duschen. auch, Leute, ich denke mir oft echt so, die Erzieherinnen im Kindergarten, die haben mich schon gesehen. So sieht mich ja nicht Ja. mal der Postbote manchmal. Also da, wie ich da manchmal einfach ankomme, da habe ich gestern so ein geiles Instagram-Reel gesehen von so Pinguinen. Und da sind so super gepflegte Pinguine, die alle so in so Grüppchen miteinander quatschen. Und läuft da so einer durch, der einfach aussieht, als hätte er eine Ladung Öl übers Gesicht bekommen und einmal sich so geschüttet. So Das bist du, der komplett dann dein Kind zerzauster. abgibt. Dück, 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 Ja. Einzelgänger. Und das war, und da stand auch dran, so, ich, bei jeder Schulveranstaltung dachte ich mich so, ja, ich jedes Mal, wenn ich mein Kind zum Kindergarten bringe. Duschen ist ja auch so ein Ding. Das gewöhne ich mir gerade an und das muss ich mir wieder abgewöhnen. Das ist wirklich so eine Sache, seit der Kleine da ist, dass ich halt echt, das war immer meine Routine. Ich stehe auf, morgens duschen, Zähne putzen.
Ja. Und jetzt ist es so, ich krieg's irgendwie das Duschen nicht mehr hin. Also ich habe jetzt, es gibt Tage, wo ich 2 Tage nicht geduscht habe. Was ist das bitte für eine eklige Angewohnheit? Nein, das ist doch nicht eklig. Also ganz ehrlich, ich sage dir mal was, was ich aus tiefstem Herzen empfinde. Ich finde tägliches Duschen komplett übertrieben. Ich frage mich, wie das kam, dass wir Menschen angefangen haben, uns täglich komplett zu duschen. Was Ja, soll das? Also ich wie liebe spröde das. und trocken wird denn die Haut da? Bei mir eigentlich Musst du die nicht. dann jedes Mal eincremen? Nee, auch Nein? nicht. Also ich nehme so eine pH-neutrales Duschgel. Tust doch immer Haare waschen dann jeden Tag? Nein, das mache ich Das einmal die nicht, Woche. okay. Ja, Ah ja, okay. aber ich finde, das gehört halt auch dazu, um sich nochmal frisch in den Tag Ja, zu starten. Dann in ziehst du den dir danach Tag. meistens auch was Ja, das Frisches an, stimmt. weißt du, so, dann Ja, bist du das stimmt schon. frisch für den Tag gewappnet. Ja. Finde ich eigentlich Also wir ganz gut, aber Schwaben, na wir gut. haben uns immer nur gewaschen. Wir hatten daheim, also so bin ich Der groß Wäschlumpe. geworden, da gab es Waschlabber. Ja. Und dann hast du da Seife drauf gemacht und dann hast du dich halt gewaschen an den Körperteilen, die man eben regelmäßig, sprich jeden Tag waschen sollte. Habe gehört, das So. nennt man polnische Dusche. Polnische Dusche. Ja, das heißt hier oben, Geil. vorne und hinten. Ganz genau. Habe ich letztens irgendwo Ja. auf Instagram gesehen. Frag mich nicht bei was, aber Ja, irgendjemand hat nee, das also, erklärt. ja, ich finde Die die meisten. Krasewitsch, glaube ich. Die hier, Katja Krasewitsch heißt sie. Ja, Krasiewicz. gib's mir Doggy. Ja, ich weiß voll, DSDS-Jurorin, was ich du glaube, meinst. die hat das Ich irgendwo habe noch erzählt. eine schlechte Angewohnheit, die mein Mann genannt hat. Soll ich dir sagen? Nee, lass mal. Dass ich nie, 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 nie aufesse, dass ich immer Reste auf dem Teller lasse. Oh, das ist wirklich. Oh, das kann ich auch nicht leiden. Das kann ich auch nicht leiden, ja. Soll ich dir was sagen? Ich kann nicht aufessen. Es geht nicht. Es gibt in mir diesen Drang, den letzten Rest, also meistens. Es gibt manchmal bei richtig geilem Essen, da kann ich auch den Teller abschlecken, einmal rundherum rausschlecken, alles. Aber ganz oft ist es so bei mir, wenn sich ein Sättigkeitsgefühl einstellt, dann ist es jetzt, von jetzt auf gleich und sofort und ich Ja, kann das ist ja dann. nicht, ich denke mir so, noch ein Stück und ich kotze. Aber das finde ich dann auch richtig. Also ich bin auch keiner, der über seinen Appetit isst oder sein Hungergefühl, aber sich vielleicht dann erstmal weniger auf den Teller zu machen und dann vielleicht einen Nachschlag zu holen, wäre eine Idee. Naja, Ich nein, muss da bin sagen, ich mich stört jemand, es bei der meinem Mann hungert. immer. Der hat so wenig Soße. Der mag das nicht, wenn er so viel Soße zum Beispiel auf den Nudeln hat oder so. Ich bin ja eher so geil, je mehr, desto besser, ja. Aber dann siehst du den Teller und da ist noch überall eben zum Beispiel Tomatensoße. Und ich denke, kann man, schau mal, ich benutze auch Messer und Gabel, einfach prinzipiell eigentlich entweder nur den Löffel oder nur die Gabel, aber mit Messer und Gabel kriegt man den Teller sogar leer. Du bist wie mein Mann und ich bin wie deiner. Lustig. Nee, Ja, da bin ich manche echt Dinge so. Ich könnten wir habe jetzt ein. echt mal tauschen. Das wäre so Ja, gell, spannend. haben wir schon oft gesagt. Ja. Es gibt aber eine ganz coole, ich habe eine ganz coole Ausrede dafür gefunden. Ist es jetzt in China? Da ist es Ich sogar glaube, ein die guter Ton, ne? Da Chinesen. gehört es zum guten Ton. Da darfst du nicht Genau. aufessen. Ja. Genau. Also es gibt Kulturen. Kulturen. Zum einen heißt es, wenn du aufisst, wenn du komplett aufisst, dann ist es. Das Zeichen, es war zu wenig. Das war zum Genau. Beispiel, ich war ja mal, ich habe ja mal den Nahostkonflikt studiert. Und da war ich in Wow. Palästina und war da in Ramallah und habe dort bei einer Palästinenserin ein richtig geiles Mittagessen bekommen. Und wir wurden Boah, ich davor bin gerade noch gebrieft. von der Nachricht. Moment mal, ich muss die Nachricht erstmal noch sacken lassen. Wie abgefahren. Du warst mal in Palästina und hast Nahost und Ja. da hast du Journalismus. Wie abgefahren ist Yes. das denn? Ja, meine Liebe, Ah. bevor ich in Unterhaltungsbranche abgerutscht bin, war ich krass am Start, war ich politisch. Da habe ich jede Woche den Spiegel gelesen und habe Politikjournalismus studiert. Yes. Mega, mega Hat spannend. mich, ja, war super spannend, war wirklich eine ganz tolle Zeit und wir waren dort bei einer Palästinenserin. Wir haben auch dort einfach das Kriegsgebiet da noch gesehen und ja, es hat mich auch alles persönlich zu sehr. Ich habe es zu nah an mich rangelassen und dann gemerkt, das kann ich nicht beruflich für immer weitermachen. Aber wir waren bei ihr dann Mittagessen und wir wurden gebrieft, dass wir nicht aufessen sollten, wenn wir nicht noch einen Nachschlag wollen. Weil dort gehört es einfach so, dass du kriegst so lange auf den Teller, bis du was übrig lässt. Weil sonst heißt es, war nicht genug. Und dann gibt es noch die Chinesen, glaube ich, dass ich das im Kopf habe. Da ist es so,
dass du deinen Teller nicht aufisst, weil du den Geistern oder den Ahnen oder den Göttern was übrig lässt. Und das heißt, Ah. ein Teil von deinem Essen auf dem Teller ist für die, also dass du einfach so nicht deine Demut, deine Wertschätzung so gegenüber den Göttern und den Ahnen und was auch immer so gibst und sagst, hey, ich esse nicht auf. Und das habe ich, glaube ich, mit 17 hat mir das mal jemand erzählt, weil ich habe das schon sehr lange, dieses Thema mit dem nicht aufessen. Und seitdem sage ich immer, ja, Leute, das ist hier meine Demut gegenüber Den Ahnen, der meinen Welt und Ahnen. den Ahnen. Ja, das ist für die. Aha, okay. Das ist Dass ja ich dann den tatsächlich sehr Mülleimer kipp. umsichtig von dir, muss man ja jetzt schon sagen. Das ist schon sehr nett von dir, dass du einfach deinen Ja, Teller nicht leerst. finde ich auch schon ignorant, das mir dann vorzuwerfen, als schlechte Ist so. Angewohnheit. Ey, echt richtig ignorant. Weißt du, was ich auch für eine Hast du noch schlechte eine? Angewohnheit halte? Ich habe, oh Gott, ich habe. Oh. Das wäre, glaube ich, Punkt 1 meiner Mutter, wenn ich sie auch noch gefragt hätte. Aber ich glaube, dann wäre die Liste wirklich unendlich geworden. Ich habe, das hat, und das habe ich einfach von meinem Opa geerbt. Da kann ich auch nichts für. Ich drücke Pickel aus für mein Leben gerne. Also wenn ich einmal einen Pickel in meinem Gesicht entdeckt habe vom Spiegel, dann habe ich Du verloren. musst. Dann muss ich wirklich die kleinste Pore rausdrücken, rausquetschen. Und das immer nur mit den Nägeln, also ohne Tempos oder so, sodass es auch wirklich immer dann noch schön rot wird und so. Und diese Pickel wiederum, die kratze ich ständig auf. Mach ich Ständig. Ich aber sehe auch. aus wie ein Mach ich auch. Streuselkuchen. Schlimm. Nein, du siehst überhaupt nicht aus wie ein Ja, jetzt gerade Streuselkuchen. nicht. Ich habe gerade Nee. nicht so. Oh, doch. Oh, man sieht es nicht. Ich Wann glaube, ich habe hast auch du einen denn mal Weichzeichner Pickel? eingestellt jetzt mittlerweile. Aber ich habe hier Ja. überall gerade, ich habe so eine Pickelfresse. Das ist echt Nein, unschön. überhaupt nicht. Du siehst es Ich habe dich nicht. noch, Maja, ich habe dich noch nie mit Pickeln gesehen. Also Ich habe vielleicht erst deine Foto. einmal. Einmal vielleicht habe ich bei dir eine Pickelfresse gesehen. Kannst nicht anschauen, das Foto. Ich habe mein WhatsApp gerade ausgemacht, damit hier nicht irgendwie ding, 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 weil ich so busy bin, you know? Man sieht es einfach nicht. Selbst das macht gerade. Ich Ja, schick's dir das nachher ist mal. nur Also schande. auf jeden Fall habe ich eine Pickelausdrück- und Aufkratzschwäche. Ganz schlimm. Ich muss immer Das haben, glaube überall ich, ganz, ganz viele. umfühlen. Ah. Ja, mein Mann hat auch noch was bei mir gefunden, dass ich immer Lebensmittel ewig lang im Kühlschrank stehen lasse. Und Bis sie er dann sagt immer, schlecht ich sind. vergesse die. Er sagt immer, ich vergesse die dann. Aber es stimmt nicht, sondern ich sehe die im Kühlschrank und denke immer, ach, das kann man ja noch irgendwann essen. Nur das irgendwann, das kommt halt nicht, weil ich Bin ich auf auch so. dieses Lebensmittel einfach keinen Bock habe. Und dann ist er derjenige, der irgendwann ultra genervt nach einem halben Jahr oder so so einen Joghurt wegschmeißt, der halt noch vom Vorjahr ist oder so und sagt, boah, Isa, ich schmeiß den jetzt weg, okay? Und er darf mir aber meistens nicht mal sagen, weil ich komme dann immer noch an und mache dann noch so diesen so, nee, du, ich glaube, ich esse den dann morgen. Ja, ich Du glaube, bist ich esse nicht den Mann. Ja, angekommen von genau. mir. Dass ich dann ihn das auch nicht mehr wegschmeißen lasse, sondern auch noch so richtig sauer auf ihn bin, wenn er es wegschmeißt, obwohl ich es, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich niemals essen würde, aber ich will nicht, dass er es wegschmeißt. Ja. Das ist, ja, das ist, ich bin aber auch, also bei uns werden die Lebensmittel im Kühlschrank auch meistens schlecht und ich hasse dieses Food Wasting so hart. Und ich habe Ja, das auch genau. gestern. Gestern habe ich Rigatoni mit so wenig Tomatensauce gegessen, weil ich das angehen möchte. Diese Angewohnheit möchte ich wirklich angehen, dass ich halt auch mal die Dinge aufesse und dann auch esse, wenn ich nicht unbedingt Bock drauf habe, bevor ich wieder neu koche oder neuen Joghurt hole oder so. Dann muss ich halt jetzt mal das essen, was noch da ist. So. Ja, das macht mein Mann Gott sei Dank für mich, weil da bin ich auch echt, da bin ich nicht gut drin. Und da bin ich so dankbar, dass er derjenige ist, der dann auch Sachen nimmt, selbst wenn sie ihm nicht schmecken, der guckt ja in den Kühlschrank und sagt, Isa, von wann ist das Gericht? Und ich so, ja, ich lüge dann ganz oft und eigentlich ist es vor 6 Tagen und ich sage dann vor 3. Und dann sagt Was? er, dann kommt er zu mir und sagt, ist es noch gut? Dann rieche ich halt hin. Und da bin ich dann schon ehrlich und sage, ja, es ist noch gut. Oder nee, schmeiß lieber weg. Also das wäre Aber jetzt aber er schon ist eine schon Nummer. Wenn einer. du jetzt sagen würdest, du riechst gut, kannst du essen. Kannst essen. Einmal richtig durchkochen. Ja, Einmal schon, richtig schön genau. durchkochen und dann kannst essen. Das sind alle Pilze abgestorben. Also ich hab noch Ach, süß. zwei, drei Angewohnheiten, die ich mir aufgeschrieben habe. Das wäre zum einen, dass ich eben dadurch, dass ich überall die Dinge einfach immer liegen lasse, auch die Dinge immer suche.
Und damit verplemper ich meine Lebenszeit. Also das ist eine wahnsinnig schlechte Angewohnheit, dass ich die Dinge einfach immer suche. Ich suche immer, weil ich sie immer verlege und nie an den Platz hinlege, wo sie eigentlich hingehören. Irgendwie aber auch süß, finde ich liebenswert. Ja, wenn du mit mir zusammen verheiratet hier lebst, dann findest du es irgendwann nicht mehr so liebenswert. Ich fluche ununterbrochen, auch vorhin beim Autofahren wieder, und jetzt wird es auch mal ganz kurz wieder politisch inkorrekt, einfach mein Fluchwort Nummer 1 ist Hurensohn. Es ist wirklich allgegenwärtig und ich kriege es einfach nicht weg. Mann. Ich hasse es. Und Autofahrer hören das ständig von mir. Autofahrer hören das ständig. Hurensöhne, alles Hurensöhne. Ja, wir könnten eh auch mal über politisch inkorrekte Schimpfwörter sprechen, weil es gibt ja irgendwie, also es gibt ja nur so Arschloch, kein politisch inkorrektes Schimpfwort, aber was wir früher ja an politisch inkorrekten Schimpfwörtern benutzt haben, an einem Wort, die auch so tief in einem drin sind. Natürlich will man nicht die Mutter von dem Autofahrer beleidigen, sondern ihn selbst. Nee, so, eben aber genau. In dem Moment beleidigst du ihn mit den falschen Worten eigentlich. Ja, genau. Ja. Okay, machst du. Und dann habe ich noch eine Autofahrer Angewohnheit. Denn? Die ist auf jeden Fall, die regt meinen Mann extrem auf, obwohl er sie nicht aufgezählt hat. Und zwar gestern, es gibt da so ein Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich spiele es jetzt gleich mal ein. Jagma, 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 manana, jagma, nanano, jagma, jagma, manana. Kennst du das? Nein. Oh Gott, das ist nicht. So schön, das ist Irgendwie ein kenne ich türkisches Lieder Wort. alle nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was es eigentlich bedeutet, irgendwie was mit schöne Frau oder sowas wahrscheinlich. Aber es heißt, es steht ja auch wirklich dann im Auto in diesem Display drin, Japma. Und ich singe aber immer Japma. Selbst wenn ich es lese, irgendwann, er singt Ach, es so geil, oft, der Japma, ja. Jana, na, Japma, Japma. Und ich singe immer Japma. Ich kann es nicht lassen, ich singe Japma. Doch, Japma. Das ist meine letzte schlechte Geil. Angewohnheit. Aber das finde ich lustig und das ist aber auch was, das mache ich ständig. Ich dichte ständig Songtexte um, weil ich sie völlig falsch singe einfach. Und das finden alle bei mir eigentlich lustig. Das ist schon so der Running Gag, dass dann mein Mann immer schon zusammenbricht und Tränen lacht und sagt, wie? Ich sage, Isa, singst du es bitte nochmal, weil ich singe auch ständig mit bei der Ja, das Musik macht und er auch immer, ja. wir singen eigentlich beide ständig in der Wohnung und dann bricht er echt immer zusammen und lacht Tränen und manchmal muss er es aufnehmen und irgendwie der Familie schicken und sagen, ey, die Isa, was die Isa wieder gedichtet hat. Das Das ist ist bei. eher, ja, das finde ich eine ganz softe Schlecht. Finde ich eher Ich finde es aber, lustig ich finde es in schon Ordnung. Das ist eine auch. Angewohnheit, die werde ich Ja. auch nicht ändern. Verstehst du? Das lasse ich einfach. Finde ich voll in Ordnung, finde ich voll lustig. Gibt es da eine Angewohnheit an deinem Mann oder irgendjemand anderen, die dich unglaublich zum Rasen bringt? Schlechte Angewohnheiten von meinem Mann. Das Einzige, wo ich immer wieder so, wo ich mir denke, ach, Mann, ey, ist, dass mein Mann gerne die Spülmaschine ausräumt und 80% der Dinge einfach direkt Falsch. über der Spülmaschine Ach oben so. hinstellt, weil es ihm zu anstrengend ist, die aufzuräumen. Sprich, er räumt nur die Sachen auf, an die er ganz einfach kommt und wo er nicht eine Zehntelsekunde nachdenken muss, wo die hingehören. Und dann ist da immer ein Sammelsurium von Dingen oben auf der Spülmaschine, die er dann da einfach stehen hat lassen. Sag ich immer, hey, was ist mit den Sachen? Räumst du die noch auf oder sind die für mich? Und dann immer so, ja, da wusste ich jetzt nicht genau, wohin. Dann sag ich, komm her, ich erkläre es dir. Ich mache eine Küchenführung. Wir gehen einmal durch und ich zeige dir alles. Aber das will er da nicht, ne? Der weiß schon genau, wo die Sachen hingehören, aber musst du dich halt bücken. Die sind halt vielleicht unten in der Schublade, unten, hinten, links. Ja, das darf Ja. dann ich machen. Aber mei, ja. Denken so, Eine wer cool Sache das ist. gibt es bei meinem Mann, nein, zwei Sachen, die mich auch total stören. Zum einen, dass er beim Autofahren, das kann man als eine Sache nennen, dass er nicht blinkt, das nervt mich tierisch. Und das ist auch so eine andere Gewohnheit von mir. Er sieht diese guten Parkplätze einfach nicht. Und dann muss ich mal sagen, nee, guck da, guck da, guck da. Das ist Geil. auch so eine Sache, wo Same, er sagt, same, da werde Mann. ich dich irgendwann mal mit 50 für verlassen. Das nervt, das musst du in den Griff kriegen. Geil. Das Aber ist viel aber schlimmer ist, bei dass mir er es genau nicht sieht. dasselbe. Das auch, er blinkt ganz selten. Und dann regt er sich auf, wenn andere Autos hupen, wenn er in den Parkplatz reinfährt, sage ich, ja, Alter, du hast aber auch nicht geblinkt. Du Ja, musst halt blinken, du musst den genau. anderen Leuten signalisieren, dass du jetzt rechts Ja. abbiegen willst. Und wenn du einfach anhältst, dann fängt das Auto hinter dir an zu hupen, weil es nicht weiß, was du vorhast. Lustig. Ja, ist so. Oder Snoosen auch ganz schlimm. Oh, der snoost ständig. Naja, meine Lieben, meine Damen und Herren, last but not least, Last. Last. was? Last.
Last but not least, Leute. 5 Sterne auf Spotify und iTunes wären nice, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Also wenn euch jetzt Honey gefällt, wenn ihr möchtet, dass wir weiter podcasten, dann bewertet uns, schreibt uns eine Bewertung, verteilt uns 5 Sterne, folgt uns, abonniert uns, teilt euch mit euren besten Freunden und uns am besten auch. Ihr wisst schon, sharing is caring. Wow. Isa und ich, wir sind übrigens auch auf Instagram vertreten, auch privat, und da wären es die Namen Isa_whoelse und Maya_yeshoney. Und ich bleibe eigentlich nur noch 2 Dinge zu sagen. Macht's euch schön und kommt doch mal wieder.